Hallo und herzlich willkommen im Wald. Kurze Frage-Beantwortungsrunde. Für meine Verhältnisse kurz, muss man ja mal dazu sagen. Und zwar zweierlei Sachen. Erstens möchte jemand gerne wissen, inwiefern das denn jetzt ein größerer Schaden für den Baum ist, wenn man den mal hin und wieder hier unten irgendwie gefühlt zwei Zweiglein abschneidet. Ob das wirklich eine Rolle spielt, ob man da jetzt großer, böser Pflanzenschänder ist, wenn man das macht. Oder ist es vielleicht eventuell relativ egal? Ja, die Antwort liegt so irgendwo dazwischen. Und die andere Frage wäre, die kommt dann hinterher. Wenn wir doch jetzt gerade so als Gesellschaft relativ wenig CO2 ausstoßen aufgrund von Corona, müsste dann nicht eigentlich jetzt das Wetter besser sein bzw. weniger heiß, weil es ist ja weniger CO2, das ausgestoßen wird. Und das sagen ja alle, wie gut das jetzt fürs Klima doch alles ist. Da ja der CO2-Ausstoß so niedrig ist und selbst die CO2-Reduktionsziele für 2020 jetzt noch erreicht worden sind von der Bundesregierung, wo man normalerweise völlig dran vorbeigeschippert gewesen wäre und. Ja, also wie funktioniert das? Wie kann das sein, dass jetzt trotzdem entsprechend warm ist bzw. trotzdem entsprechend trocken? Mücke. So, wir fangen an mit der Geschichte mit dem Zweigchen abschneiden und dazu gibt es zwei Betrachtungsweisen, drei, wenn man so will, nämlich erstmal die rechtliche, dann die biologische und dann können wir vielleicht noch mit einer ressourcennutzungsethischen Betrachtungsweise um die Ecke kommen, wenn wir das dann wollen. So. Also, erstmal rechtlich gesehen, es ist verboten, Forstpflanzen zu beschädigen. Streng genommen darfst du also bei beliebiger Forstpflanze überhaupt nichts abschnibbeln. Aber da gibt es zwei mögliche Grauzonen eben in dieser Gesetzesformulierung. Grauzonen, mehr ist es nicht. Es ist nicht so, dass man da jetzt beliebig drumherum wirtschaften kann, aber zumindest ist es so ein kleines bisschen Auslegungssache. Was ist überhaupt eine Forstpflanze? Da habe ich zumindest in juristischen Texten noch keine genaue Definition gefunden. Und da kann es sein, dass als Forstpflanze auszulegen ist, was als Holzpflanze im Wald rumsteht. In dem Fall hätten wir die Arschkarte. Ja? Es kann aber auch sein, dass als Forstpflanze nur das zählt, was tatsächlich forstwirtschaftlich relevant ist. Und wenn das Letzteres der Fall sein sollte, dann hätten wir Glück, weil dann wäre zum Beispiel ein Holunder oder eine Hasel oder eine Kornelkirsche, was so am Wegesrand rumsteht an Gehölzen, wäre dann da nicht mit inbegriffen. Das heißt, da dürfte man sich dann an so einem Busch, der am Wegesrand steht, im Wald, insbesondere wenn es sich um öffentlichen Wald handelt, da dürfte man sich dann auch schon mal ein Zweigchen abschneiden, zum Beispiel was schnitzen oder sowas in der Richtung. Ha? So, es ist eben nicht ganz klar, wie exakt die Rechtslage da ist. Zumindest habe ich noch nichts gefunden, was da jetzt genau das Ganze konkretisiert hätte. Und damit darf man wohl ja von ausgehen. Also ich mache es so. Ich sage jetzt einfach mal, ich mache es so, dass ich Hasel, Holunder und derlei Dinge nicht als Fortpflanze ansehe. Und wenn ich dann unbedingt einen Hasel- oder einen Holunderast brauche, das versuche ich so selten wie möglich zu brauchen und ich hebe mir die auch auf, wenn ich einen mitnehme, dann liegt der daheim ewig lange rum und solange ich dann noch welche habe, brauche ich auch nicht noch neue holen und natürlich ist das nicht als Brennholznutzung gedacht oder sowas, sondern für irgendwelche Baschlereien zum Beispiel oder weil man sich gerne einen Haselast mit Knospen noch in die Blumenvase stecken möchte, damit man dann in der Bude eine vor sich hin wachsende Hasel rumstehen hat, wer auch immer das haben möchte, wahrscheinlich Leute mit Haselallergie, haha, und ja. Also das, da kann man sich etwas kloppen, inwiefern das noch drin ist. So, die andere Sache ist, Forstpflanze nicht beschädigen. Was ist denn eine Beschädigung? Wo fängt denn eine Beschädigung an? Das kann man jetzt auch wieder so auslegen und das ist wahrscheinlich die gängige Art und Weise. Sobald du da irgendwas kaputt machst, ist es eine Beschädigung. Oder, und das ist die weniger gängige Art und Weise, und da würde ich mich nicht drauf versteifen und schon gar nicht groß das Diskutieren anfangen, falls man beim mutwilligen Kaputtmachen von Forstpflanzen erwischt wird, könnte man auch sagen, erst ab einer gewissen Menge der Beeinträchtigung der Wuchsfähigkeit dieser besagten Forstpflanze kommt es überhaupt zu einer Beschädigung. Das ist auch immer die Frage bei Wildverbiss. Ja?
Der Jäger ist ja schadensersatzpflichtig, wenn in seinem Revier, das er gepachtet hat, so viel Wildverbiss auftritt an den jungen Forstpflanzen, dass da ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. So, und da kloppen sich jetzt Förster und Jäger schon seit Generationen, ab wann denn dieser Schaden jetzt nun ein Schaden ist. Es gibt da auch gesetzliche Rahmenregeln dazu, die sind aber ehrlich gesagt nicht besonders doll, vorsichtig ausgedrückt. Also für beide Seiten sind die ein bisschen behämmert und ja, das ist mit ein Teil der Diskussion. Ja, also auch da kann man nicht ganz einfach festmachen, wo ist ein Schaden entstanden, wo ist kein Schaden entstanden. Wenn man jetzt möchte, kann man eben die rechtliche Regelung, die detailliert für diese Wildschadensersatzgeschichte existiert, eventuell übertragen auf die menschgemachter Schaden an Baumgeschichte. Und da ist dann relativ eindeutig, solange das keine Beeinträchtigung, das würde ich zumindest interpretieren wollen, keine Beeinträchtigung des Wachstums dieses Baumes in irgendeiner Form erzeugt, dann ist es auch kein Schaden. So, und damit wären dann ein paar Blätter, die man sich zum Beispiel abrupft im Spätsommer, wenn der Herbst kurz vor der Tür steht, das wäre dann schon kein Schaden für diese eine Aktion, bei dem einen Person, die sich da ein paar Blättchen abrupft und von mir aus auch einen kleinen Zweig abschneidet oder sonst wie, das kann man nicht wirklich, also zumindest nicht als wirtschaftlichen Schaden betrachten. So, und damit kommen wir jetzt zur biologischen Komponente des Ganzen. Ist es ein biologischer Schaden? Ja, das ist es. Im Sinne von Schaden, im Sinne von Beschädigung des Organismus, der stellt dadurch eine Verletzung fest. Der wird gegebenenfalls, sofern er dazu in der Lage ist und die Notwendigkeit sieht, Gegenmaßnahmen einleiten, um sich zum Beispiel vor Fraß zu schützen, wenn man ihm Blätter klaut. Das ist für den so, als würden die Blätter angefressen werden, so mehr oder weniger, ja. Oder wenn man ihn auf der einen Seite einen kompletten Ast wegsägt, dann würde er sich vielleicht so verhalten, als wäre ihm der Wind bedingt abgebrochen und würde auf der anderen Seite vom Stamm gegebenenfalls Reaktionshaus ausbilden. Oder auf derselben Seite, es hängt davon ab, ob es ein Laubhaus oder ein Nadelholz ist, egal. Jedenfalls, da ist dann schon mit einer Reaktion zu rechnen und jedes Blatt, das ihm fehlt, ist für ihn im Grunde ein Verlust, wenn das Blatt abgenommen wurde in diesem Fall, sofern das schnell, früher erfolgt ist, als das Blatt sowieso hätte abgeworfen werden sollen. Ja, also streng genommen ist es ein Verlust, es ist ein Schaden, man nimmt der Pflanze was weg, was sie lieber behalten hätte. Oh, ja, also rein biologisch betrachtet, beziehungsweise ethisch, moralisch betrachtet. Aber wie groß ist diese Beeinträchtigung, wenn man jetzt bei einem Riesenbaum 2-3 Zweig klaut? Fast nicht wahrnehmbar. Das Doofe ist jetzt, und da kommen wir jetzt zu dem, was ich so ein bisschen als ethische Geschichte des Ganzen betrachten würde. Nehmen wir mal an, nur theoretisch, das wäre erlaubt, ja, und es würde einem jeder erzählen, dass das kein Problem ist, wenn man da ein, zwei Zweigchen entnimmt. Ja. Und dann rennen ganz viele Leute vorbei und jeder entnimmt ein, zwei Zweigchen. Dann sind wir dann irgendwann auch bei einer Menge von Zweigchen, die dann nicht mehr egal ist. Und das ist halt eben dieses was wäre, wenn es jeder machen würde, Prinzip. So doof das ist als Argument, ist es im Wald und in der Nutzung von Ressourcen, die nur in einem sehr geringen Maß genutzt werden können, ohne dass eben eigentlich ein Schaden entsteht, ist das nun mal tatsächlich ein Thema, was eine gewisse Relevanz hat. Und daher, ja, man kann sich bei einem Verhalten im Wald, das so gut wie möglich ablaufen soll, ja, und so behutsam wie möglich ablaufen soll, man schafft es fast nicht, sich so zu verhalten, dass wenn angenommen, dass jeder machen würde, da reicht schon vom Weg runtergehen, wenn das jeder machen würde, an der gleichen Stelle, mit exakt der gleichen Route, dann gäbe es da relativ schnell einen Trampelpfad, der da nicht hingehört. So gesehen ist jedes den Weg verlassen eigentlich schon was, wenn man mit dem, wenn das jeder machen würde, argumentiert, dann ist das schon böse. Und deswegen, finde ich, sollte man da so einen gesunden Mittelweg finden zwischen hier und da kann man das mal machen. Und ja, aber auch bitte nicht übertreiben, weil sonst wird es halt einfach zu viel. Und wo jetzt exakt dieser Mittelweg liegt, das muss man letztendlich selber wissen. Ich persönlich versuche mir nur dann irgendwo was abzurupfen oder abzuschneiden oder sonst irgendwie, wenn ich in irgendeiner Form einen Grund habe, weshalb ich das jetzt haben möchte. Einen halbwegs plausiblen Grund. Nicht nur, um zu testen, ob mein Messer noch scharf ist oder so. Ja, das muss jetzt auch wieder nicht sein. Und ja, keine Ahnung, wo man da genau die Grenze festlegt.
festmachen sollte, die größten Nutzungen des Waldes, die ich jetzt so privat für mich so fest vornehme, sind, wenn ich mir mal irgendwie einen Haselstock, einen größeren, für zum Beispiel so einen längeren Wanderstab oder sowas irgendwo rausschneide. Das ist schon für den entsprechenden Haselstrauch, der meinetwegen aus 20 von solchen Ästen besteht. Wenn du ihm da einen wegnimmst, dann sind das auch 5% seiner Biomasse, seiner überirdischen. Das ist nicht irrelevant. Das spielt schon eine Rolle und da sind ja auch noch Blätter dran und für diesen einen Haselstrauch wird das schon nicht so lustig sein. Das heißt, das sollte man wirklich nicht allzu oft machen. Ich finde aber trotzdem, dass es einfach okay sein muss, dass man sich hier und da mal einen Haselstock aus dem Wald schneidet. Ich meine, wo kämen wir denn dahin, wenn selbst das jetzt im stinknormalen Wirtschaftswald, der keine besondere Naturschutzfunktion erfüllt und so weiter und so fort, so gar nicht mehr möglich wäre. Das wäre auch traurig für den Waldbesucher, wenn das überhaupt nicht geht. Ja, und deswegen mal machen, ja, und den Stock dann nach Möglichkeit noch schön verzieren, schnitzermäßig, wenn es zum Beispiel ein Wanderstock werden soll und ihn dann lange Zeit benutzen und dann ist der Busch nicht umsonst gestorben, in Anführungszeichen, er ist ja noch nicht mal gestorben, aber dann wurde der Busch nicht umsonst verletzt, dann hat das wirklich einen langfristigen Nutzen hervorgebracht. So, und das sehe ich so immer als das Optimum. Ein langfristiger Nutzen davon hervorgeht. Und mit diesem Argument kann man ja die komplette Forstwirtschaft rechtfertigen. Ja, dass also Bäume fällen in Ordnung ist, weil ein langfristiger Nutzen für die Gesellschaft, die hat dann nämlich Holz zur Verfügung und muss nicht in Beton bauen oder ähnlichem. Oder Stahl oder Alu oder sucht euch was aus. Dadurch entsteht also schon ein gesamtwirtschaftlicher, ein gesamtgesellschaftlicher und letztendlich auch ein ökologischer, weil alle anderen Alternativen sind nicht besser, bis auf ein ganz paar Ausnahmen, die man vielleicht mal irgendwann forcieren sollte, aber trotzdem ist Holz ganz weit vorne dabei bei möglichen sinnvollen Ressourcennutzungen und damit kann man es dann meiner Meinung nach schon begründen, dass wir Holz nutzen. Ein ganz schlechtes Argument, das aber immer mal wieder genannt wird und vielleicht für den einen oder anderen eine Rolle spielt, aber ich sage euch nochmal, das ist ein schlechtes Argument, das muss nicht zwingend, deswegen, nur weil wir das immer gemacht haben, muss es nicht zwingend richtig sein, aber wir haben schon immer Holz genutzt. Seit es Homo sapiens gibt, hat der Holz genutzt. Die Zweigtechnologie war noch vor der Steintechnologie da, da kann man aber sicher sein und unsere ersten noch Halbprimaten Vorfahren, also noch deutlich primatiger als wir, sagen wir mal so, werden wahrscheinlich als allererstes Werkzeug erstmal den Zweig entdeckt haben, bevor sie angefangen haben, sich den Faustkeil zusammenzubasteln. Ne? Demzufolge, ich denke, mit gesundem Menschenverstand an die Sache heranzugehen. Und es einfach nicht sinnlos zu übertreiben und nicht seinen kompletten Holzbedarf für den ganzen Kamin im Wald zusammenzuklauen, das wäre einfach schlicht und ergreifend Brennholzdiebstahl, sondern wirklich mal hier einen Stock und vielleicht fürs Kind noch einen extra Stock und dann ist aber auch gut und dann nimmt man den Stock bei der nächsten Wanderung wieder mit und dass es nicht bei jeder Wanderung gleich einen neuen Stock haben muss, wäre dann vielleicht auch ganz, ganz cool so langfristig gesehen. Ja, also auch für Kinder kann man da ja gleich mal ein bisschen Wert drauf legen. Ja, also meine Meinung dazu, rechtliche Situation habe ich gesagt, je nachdem wer es auslegt, darf man überhaupt nichts beschädigen in Sachen Forstpflanze und Forstpflanze kann im Grunde jede Holzpflanze im Wald sein, ja, wenn es die harte Auslegung ist. So, zweite Frage, die Geschichte mit dem CO2. Wenn wir doch jetzt CO2 einsparen, sozusagen, dadurch, dass die Wirtschaft deutlich weniger auf Hochtouren läuft, deutlich weniger Autos produziert werden, deutlich weniger Strom für die Industrie vor allen Dingen gebraucht wird, die privaten Haushalte brauchen mehr, die Industrie braucht aber weniger, da die Industrie viel mehr Gesamtvolumen an Energieverbrauch hat als private Haushalte, ist das weniger Verbrauch von der Industrie deutlich einflussreicher als das Mehrverbrauch, das ist jetzt schlechtes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, von den privaten Haushalten. Geh mal zu Aldi, kauf dir Päckele Deutsch für 3,80 €. Mir hat's auch schon gehilft. Ganz alter Witz bei mir aus dem Dorf. Weiß nicht, ob es den bei euch auch gab. Keine Ahnung. So, das bedeutet, wir haben einen mordsmäßigen vergleichsweise in Anbetracht dessen, was es bisher so für Rückgänge vom globalen CO2-Ausstoß so gegeben hat, haben wir jetzt mit Corona wirklich den wahrscheinlich größten Einzelereignis basierten Rückgang des globalen CO2-Ausstoßes seit man das misst.
Aha. Wahrscheinlich. Wird immer deutlicher. Konnte man am Anfang noch nicht so sehr sagen, weil man noch nicht genau wusste, wie lange geht denn das jetzt und so weiter und welche Ausmaße erreicht das. Aber anhand der aktuellen Ausmaße wird das wahrscheinlich schon ziemlich eine Rolle spielen. Ja, ich will jetzt keine momentanen Zahlen prophezeien, weil die sind alle noch am Werden und am Wachsen und am Sinken, je nachdem. Und da muss man noch abwarten. So, aber jetzt die Frage, Verständnisfrage, genereller Art zum Thema. Wenn wir doch jetzt so wenig CO2 ausstoßen, warum hocke ich mich dann in den Wald und weise darauf hin, dass die Dürresituation schlimmer ist, teilweise zumindest, als jemals zuvor und das Ausbleiben vom Regen zu Jahrhundert und je nach Region, ganz kleinteilig wird man Ecken finden, da wird es inzwischen vielleicht sogar schon in Richtung einer, also zumindest bald in Richtung einer Jahrtausenddürre eventuell gehen. Ja, also eine Dürre, die man in dieser Region so noch nie gesehen hat und zumindest keine Quellen existieren, die irgendwie nachweisen, dass es da jemals eine derartige Dürre gegeben hätte. Seit eben Menschengedenken, soweit man das überhaupt rekonstruieren kann. So. Und wie passt das zusammen? Ja, weniger CO2-Ausstoß, und das ist ja an der Klimaerwärmung schuld. Und gleichzeitig wird es trotzdem immer wärmer. Ja, und der Wald brennt mehr und der Wald leidet und. So, jetzt gibt es eine wesentliche Sache, die man bezüglich der Wirkung vom CO2 da verstanden haben muss, damit das Ganze Sinn ergibt, nämlich die tritt nicht sofort ein. Weil CO2 läuft ja in einem Kreislauf ab. Der CO2-Kreislauf, der funktioniert ganz grob gesagt so, dass wir Emittenten haben und wir haben sogenannte Senken, wo das CO2 dann quasi zum Liegen kommt und davon eine gewisse Zeit eingespeichert wird. Wichtig, die Natur ist immer ein offenes System mit fließenden Grenzen und fließenden Prozessen. Das heißt, etwas, das jetzt eine Senke ist, kann in 100 Jahren eine Quelle sein und umgekehrt. Was jetzt eine Quelle ist, kann in 100 Jahren zur Senke werden. Oder auch erst schon in 10 oder schon in 3 oder nächste Woche. Ja, das ist alles möglich, nichts ist in dieser Hinsicht unvorstellbar. So. Und für den CO2-Kreislauf bedeutet das jetzt grundsätzlich, Pflanze nimmt CO2 auf, in Form von dessen, dass sie ja Photosynthese macht. Dabei setzt sie Sauerstoff frei und nimmt CO2 auf, ganz vorsichtig ausgedrückt, während wir Tiere, also jedes Tier und Pilze übrigens, CO2 freisetzen und dafür Sauerstoff aufnehmen, in Anführungszeichen. Ja? Also wir atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Pflanzen, zumindest tagsüber und solange sie Photosynthese betreiben, atmen CO2 ein und Sauerstoff aus, wenn man das dann so nennen möchte. So, das gleicht sich jetzt kurzfristig irgendwie so halbwegs aus. Nur kann es halt mal sein, dass gerade mehr ausgeatmet wird, als eben Photosynthese betrieben wird. Und das Doofe ist, nicht nur Ausatmen spielt bei der CO2-Freisetzung eine Rolle, sondern auch jeder Verbrennungsprozess. Und Verbrennungsprozesse haben eben nun mal zugenommen, seit wir die Dampfmaschine erfunden haben, vorsichtig ausgedrückt. Gut, spätestens da, davor auch schon, aber seitdem doch ziemlich massiv. Heißt das, CO2 wird mehr freigesetzt, als derzeit aufgenommen wird. Und damit wird es netto irgendwann wärmer, weil eben CO2 in der Atmosphäre dazu führt, dass die Atmosphäre funktioniert wie eine Bettdecke und wer da drunter liegt, dem wird wärmer. Und die Bettdecke wird immer dicker, weil immer mehr CO2 in der Atmosphäre landet. Ganz simpel erklärt und das wird der Komplexität der ganzen Geschichte natürlich auch nicht gerecht, aber ich will hier auch nicht 7 Stunden hocken jetzt. So. Und dementsprechend könnte man ja jetzt eigentlich meinen, okay, jetzt ist weniger CO2 da, das heißt, es müsste ja jetzt eigentlich wieder kühler werden und das sollte doch irgendwie sichtbar sein. Das Blöde ist nur, dass dieser Prozess, bis das CO2 in der Schicht der Atmosphäre angekommen ist, wo es wirklich wirksam wird und quasi als Bettdecke funktioniert, noch diverse andere Stadien durchläuft. Wenn ich jetzt also hier hocke und ausatme oder von mir aus auch ein Lagerfeuer mache, ein imaginäres, ist zu trocken dafür. Aber ich mache mal diesen hier. So,
jetzt habe ich ein Wölkchen CO2 produziert und dieses Wölkchen steigt jetzt hier hoch, weil es ist momentan auf jeden Fall noch wärmer als die Umgebungsluft, weil ich habe es ja gerade ausgeatmet und ich persönlich bin ziemlich warm und dementsprechend ist das, was ich ausatme, erstmal auch wärmer als im Regelfall die Umgebungsluft. Es sei denn, es ist sehr, sehr, sehr warm draußen, in dem Fall dann nicht. So, CO2 ist eigentlich schwerer als Luft und sinkt nach unten. Eigentlich. Außer es ist wärmer. Dann steigt es nach oben. Ja, bis es dann wieder kühler wird, weil oben wird es ja auch kühler und dann wird auch unser CO2-Wölkchen wieder kühler und sinkt wieder nach unten. Dadurch, allein dadurch, ist jetzt erstmal bei einer Freisetzung von einem Paket CO2 gar nicht so sehr gesichert, dass das überhaupt bis oben in der Atmosphäre ankommt, wo es großartig wirksam sein könnte. Es kann nämlich auch sein, dass es hier irgendwo am Erdboden vor sich hinkriecht, weil schwerer ist als Luft. Wandert es langsam wie ein unsichtbares Wölklein, das bergab fließt, den Buckel runter und kommt unterwegs an einer Wiese vorbei. Und auf dieser Wiese gibt es Gras und dieses Gras atmet CO2 ein, wie schon gesagt, ne, Photosynthese. Und in dem Moment ist unser CO2 jetzt erstmal in diesem Gras drin. So, dieses Gras nimmt jetzt das CO2 und baut damit 1 Millimeter zusätzlichen Grashalm an seine vorhandene Biomasse dran. Und der sitzt da jetzt. So, und das war's. Für die nächsten paar Monate sitzt jetzt in diesem Grashalm unser CO2-Wölklein und ist nicht in der Atmosphäre gelandet und hat da keinen Schaden in Anführungszeichen angerichtet und ist weg. So, andere Möglichkeit. Mein Wölkchen von CO2 fließt jetzt den Berg runter und kommt an einem Fluss vorbei. Und dieser Fluss ist an dieser Stelle gerade irgendwie, das Wasser ist nicht besonders CO2 gesättigt. Und jetzt kommt ein Wölkchen mit einer höheren CO2-Konzentration. Im Wasser ist eine niedrige CO2-Konzentration. Dann diffundiert unser CO2 in unseren Bach rein und ist dann auch schon wieder nicht mehr in der Luft, weil es ist ja jetzt im Wasser. Und mit dem Wasser fließt dann irgendwann ins Meer und da ist es jetzt auch erstmal drin und da bleibt es jetzt für die nächsten 2000 Jahre vielleicht. Na, vielleicht auch nur 2 Wochen. Das ist eben das Problem. Das kann man nie mit Gewissheit sagen. So, und jetzt nur mal an diesen beiden Beispielen mag man sich jetzt vorstellen, wann immer wir irgendwo eine Ladung CO2 freigeben. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Gibt es ganz viele Möglichkeiten, statistisch gesehen Möglichkeiten, was mit diesem CO2 passiert. Es kann sein, dass es direkt hochsteigt in die Atmosphäre und direkt zum Treibhauseffekt beiträgt. Kann passieren. Kann aber auch sein, dass es im Ozean landet. Kann sein, dass es von dem Baum zur Photosynthese genutzt wird und steht dann als Holz im Wald rum. Man weiß es immer nie so genau. Ja? Und im Regelfall kann man sagen, so circa 45% von dem derzeit gerade in dem Moment freigesetzten CO2, das jetzt gerade in diesem Moment freigesetzt wird, landet direkt wieder in irgendeiner Form gespeichert im Ökosystem. Ja? Also als Blatt an der Buche, als Nadel an der Fichte, als Brennnessel, als ganz egal. Oder eben entsprechend im Wasser in Form von Bakterien, die es am Wasser nutzen, um dort irgendwelche Bakterienbiomasse aufzubauen, Cyanobakterien zum Beispiel in Form von Algen. Ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und bis eben jetzt der Anteil vom CO2, das wir jetzt zum Zeitpunkt X freisetzen, der erstmal irgendwo gespeichert worden ist und der Teil vom CO2, der zwar erstmal in die Atmosphäre gegangen ist, dann da aber doch relativ schnell durch irgendwelche Ereignisse wieder rausgekommen ist, zum Beispiel runtergeregnet, dann von irgendwas aufgenommen, irgendwelchen Pflanzen oder ins Wasser gefallen, also ins Meer oder irgendwie so ganz, ganz versinnbildlicht, kann man sich das ungefähr vorstellen. Dadurch gibt es da also eine enorme Schwankung und bis statistisch gesehen alles an freigesetzten CO2 letztendlich doch irgendwann in der Atmosphäre angekommen ist, dauert das ungefähr 10,3 Jahre, hat man inzwischen rausgerechnet. So, das bedeutet also im Endeffekt, wenn wir jetzt einen geringeren CO2-Ausstoß haben, dann merken wir das in 10,3 Jahren. Ich werde 2030 nochmal daran erinnern, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo wir eigentlich im Vergleich zu 2029 jetzt ein Jahr haben sollten, das tendenziell ein bisschen weniger warm ist, weil wir einen deutlichen Rückgang in der CO2-Konzentration, einen so deutlichen, dass das spürbar sein sollte. Das wird super spannend sein 2030.
ja einen deutlichen Rückgang in der CO2-Konzentration 2020 gehabt haben. Aber eben wie gesagt, bis das Ganze statistisch gesehen überall da angekommen ist, wo es hingehört, das dauert 10 Jahre. Heißt, die CO2-Konzentration und den Effekt, den das CO2 jetzt auf unser Wetter hat, das ist der Effekt von dem CO2, das wir 2010 rausgepustet haben. Weil immer alles 10 Jahre nach hinten versetzt ist. Einfach durch eben diese verschiedenen Prozesse, bis das da angekommen ist, wo es hingehört. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich, aber es wirkt einfach nicht so schnell. Das ist einfach ein bisschen zeitverzögert. Ne? Das ist wie das Rauchen. Das bringt einen auch nicht jetzt um, sondern tendenziell irgendwann mal später. Und deswegen ist es trotzdem da. Und der Schaden ist quasi angerichtet und wird sich einfach nur später bemerkbar machen. Oder wie irgendein sehr, sehr, sehr langsam wirkendes Gift, wenn man das sich so vorstellen möchte, dass man jetzt einnimmt, aber das einen halt dann erst auf den Tag genau in 10 Jahren killt. Natürlich ist das nur begrenzt vergleichbar, weil eben die Auswirkungen von CO2 ein schleichender und ein allmählich ansteigender Prozess sind und nicht ab Punkt X oder Menge X sofort alle tot umfallen. Ja, das Zeug ist ja nicht giftig oder sowas in der Hinsicht, sondern lediglich erwärmend in der Atmosphäre, sofern es denn da halt eben entsprechend ist. Gleich in dem gleichen Zeitraum wird dann wieder anderes CO2 wieder irgendwo eingelagert und das ist ein super kompliziertes und komplexes System, dieser ganze CO2-Kreislauf. Und diese 10,3 Jahre ist ja auch nur ein Durchschnittswert. Es kann eben auch sein, dass, wie gesagt, wenn man jetzt ein Wölkchen CO2 ausstößt, was die ganze Zeit passiert, während ich hier rede, ihr dürft es euch gerne gedanklich vorstellen, dass ihr die ganze Zeit eine Wolke anschwillt, die hier langsam davon driftet und vermutlich im Kronendach von den Bäumen aufgenommen wird. So gesehen tut man was Gutes für den Wald, wenn man drin sitzt und labert. Das kann sein, dass diese Wolke einmal komplett durchkommt, ein anderes Mal eben in den Bäumen hängen bleibt und wieder ein anderes Mal im Ozean landet und nochmal ein anderes Mal bewegt sie sich überhaupt nicht, weil ich zu kalt gesprochen habe oder die Umgebungstemperatur so kalt ist, dass der Atem so schnell abkühlt. Kennt man das Wölkchen, was man da gelegentlich produziert, wenn es entsprechend kalt ist, dass das halt dann gar nicht groß wegtransportiert wird. Dann spielt es noch eine Rolle, wie viel Wind gerade geht. Wird das vom Wind sofort davon geweht und wird die Luft durchmischt oder bleibt das ein konzentrierter Haufen an CO2? Zum Beispiel die Innenraumkonzentration, wenn man nicht lüftet und mit vielen Leuten im selben Raum hockt und vielleicht sogar noch raucht oder so Späße, dann hat man innerhalb eines schlecht gelüfteten Raums ganz schnell die 20-fache CO2-Konzentration der Atmosphäre. Locker oder noch mehr. Und solange da, wie gesagt, keine Lufteinwirkung in dieses System reinkommen, kein wirklicher Wind, ja, dass der Raum nicht hermetisch abgeriegelt ist, ist klar, sonst würde man ja auch relativ schnell ersticken. Aber da passiert dann einfach nicht viel. Das ist ein recht zähes, recht schweres Gas, dieses CO2 im Gesamtluftgemisch. Und somit ist einfach eine Frage der Zeit, bis es da komplett gesamt durchgemixt wurde. Das ist wie ein Cocktail, den man 10 Jahre lang schütteln muss, bis die Durchmischung perfekt hergestellt ist. So, ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich gewesen. In 2030 wissen wir mehr. Ich melde mich dann bis dahin vielleicht nochmal irgendwann, aber spätestens dann. So, macht's gut. Tschüss.